Abonniere Keytoons und lass den unendlichen Spaß beginnen. Seht mal, Mädels, mein Frauchen hat ein Glätteisen gekauft. Das muss ich sehen. Wie stellt man das ab? Zum Glück war die Batterie fast leer. Gwen, du bist die Beste. Denk daran, wir haben morgen unser erstes Spieltreffen. Lasst uns alle fabelhaft aussehen, okay? Ich habe gar nicht genug Emojis, um zu zeigen, wie aufgeregt ich bin, euch endlich alle kennenzulernen. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Fans, VIP-Fans, Freunde sein! VIP-Fans, immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Fans. Der VIP-Fans Club. Das ist der coolste Schleim. Nein, 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 nein. Was mache ich jetzt nur? Drama! Schon wieder zu spät. Guten Morgen, Onkel. Hier bin ich. Oh! Hi, Onkel Fabio. Entschuldigung, ich bin gestolpert und... Keine Sorge. Das Wichtigste ist, dass du hier bist, um mir zu helfen. Du bist meine Lieblingsnichte. Ich bin deine einzige Nichte. Ach, wirklich? Jetzt komm ich! Woo! Cooler Sprung! Und ich bin die Erste. Hey. Hi, Taylor. Ich bin Gwen. Mir gefallen deine Haare. Oh, danke. Du bist echt nett, Gwen. Freunde, ich bin fast da. Ich konnte nur irgendwie kein WLAN finden. Vielleicht sollten wir dich statt Lady Gigi doch lieber Lady WLAN nennen. Hey. Hallo, ihr drei Schönheiten. Mein Frauchen hat diese Cupcakes verbrannt. Aber ich glaube, wir können sie trotzdem essen. Danke. Die sind wirklich gut. Ah, das freut mich. Endlich. Ich habe mich so darauf gefreut, euch alle kennenzulernen. Wir fügen gequirltes Rührei hinzu. Gewöhnliches Spülmittel. Zwei Scheiben Wurst. Laut diesem Rezept reinigt dieses hausgemachte Shampoo alles. Super Drama! Ich hab die Freundin angerufen. Wow! Oh, seht euch ihre Wellen an! Und ihre Strähnchen! Wer ist bloß ihr Friseur? Ich muss dorthin. Sie ist von dort gekommen. Was? Es muss noch einen anderen Eingang geben. Kommt! Aber hier ist ja nichts. Außer Geschirr. Und lauter altmodischer Friseurzubehör. Hier gibt's überhaupt nichts zu sehen. Taylor, ist alles okay? Das ist großartig! Hä? Das müsst ihr ausprobieren! Oh. 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 Juliet. Taylor. Alexia. Lady Gigi. Gwen. Das ist aber wirklich eine coole Kappe. Hi. Ja, die ist nicht schlecht. Aber deine Frisur gefällt mir besser. Die habe ich nicht selbst gemacht. Das war... Das ist ein Geheimnis. Also, unsere Frisuren hat ein Freund gemacht. Was für ein Freund? Ein ganz wundervoller. Er ist das Beste, was mir je passiert ist. Du weißt gar nicht, wie talentiert unser Freund mit dem Kamm umgeht. Keiner ist so gut wie er. Sieh, was er aus uns gemacht hat. Aus uns? Ja, wir sind alle befreundet. Ich stelle euch vor, das sind Taylor, Juliet, Alexia, Lady Gigi und, naja, und ich. Ich bin Gwen. Hi, ich bin Nila. Was ist los? Ich habe einen kleinen Unfall mit meinen Haaren gehabt. Das ist doch gar nichts. Mein Haar ist heute Morgen fast von einem Glätteisen gefressen worden. Du bist so hübsch, du brauchst dein Haar gar nicht zu frisieren. Komm schon, runter mit der Kappe!
Was mache ich denn jetzt nur? Du brauchst dich für gar nichts zu schämen. Du bist ein ganz besonderes kleines Hündchen, ganz egal wie du aussiehst. Für dieses Problem gibt es nur eine einzige Lösung. Ist das denn sicher? Ja, ist es. Keine Sorge. Ich bin nicht so sicher. Los! Das ist großartig! Toll! Wow! Hier gibt's einfach alles. Einen Haarstyling-Bereich, Waschbecken, Wartebereich. Und das ist der Glitzerator. Hi, ich bin Fabia. Du bist aber schnell zurück, Gwen. Wir haben hier ein kleines Problem. Also da rufe ich besser meinen Onkel. Fabio! So, so. Was haben wir denn hier? Ich hatte einen Unfall mit... Schleim, du brauchst nichts weiter zu sagen. Ich habe schon alles Mögliche in Haaren kleben gesehen. Currysoße, Kaugummi, Schokolade... Wir hatten sogar schon mal zwei kleine Hunde, die aneinander festklebten. Und sie sind fröhlich hier rausgegangen. Jeder einzeln. Geh mal zum Waschplatz und wir sehen, was ich machen kann. Keine Sorge, Fabio ist ein Genie. Aus unserer neuen Freundin gemacht hat. Mila! Du siehst toll aus! Willkommen in der Gruppe! Neues Haar? Traum wird wahr! Wir sind D.I.P.S. I love V.I.P.S. Guten Morgen, liebe Welt. Zeit, mir die Beine ein wenig mit Yoga zu dehnen. Namaste. Oh. Oh. Mit diesen Haaren kann ich doch nicht zum Yoga gehen. Oh. Sieh dir meine Haare an. Bitte kämmen sie mir. Oh, hallo, meine hübsche Nila. Es ist ihr nicht mal aufgefallen. Oh, Nila, ich kann jetzt nicht spielen. Ich muss los. Hier, ein Leckerli. Bis später. Hi, Nila. Wie geht's dir? Zerzaust. Ich seh's. Es sieht aus, als hättest du ein Vogelnest auf dem Kopf. Mein Frauchen kämmt mich einfach nicht. Du musst noch beharrlicher sein. Noch mehr? Ja, gib nicht auf. Endlich zu Hause. Gute Nacht, Nila. Ich gehe schlafen. Also mit diesen Haaren werde ich meine Yoga-Gruppe morgen nicht unterrichten können. Freunde, ich bin in Schwierigkeiten. Das sehen wir, Nila. Morgen bringen wir das in Ordnung. Ich schicke dir eine Playlist mit entspannender Musik. Danke. Wir sehen uns morgen früh an der Promenade. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sei VIP-Pets. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets. Was für ein Knoten. Das ist unmöglich. In diesem Chaos werde ich den Föhn, nachdem mein Onkel gefragt hat, niemals finden. Jetzt verstehe ich, warum er nicht selbst gesucht hat. So ein Chaos. Hi, Mädels. Wie läuft's? Es ist unmöglich, den roten Föhn zu finden, nachdem du mich gefragt hast. Keine Sorge, der war schon sehr alt. Schon fast 2 Jahre alt. Ich werde direkt einen neuen kaufen. Und du kannst das alles hier wegwerfen. Tschüss. Es wegwerfen? Hilfst du mir beim Suchen, Kiara? Kiara? Okay, fangen wir mit diesem Kabel an. Es ist bestimmt gar nicht so schlimm. Natürlich, kurz durchkämmen und fertig. Okay, okay, aber nicht lachen.
Hört auf! Alle werden mich anstarren. Aber Nila, was ist dir denn passiert? Darf ich es anfassen? Anfassen? Bist du verrückt? Oh nein, nein, nein. Hört endlich auf! Ich dachte, ihr seid hier, um mir zu helfen, nicht um mich auszulachen. Entschuldigung, Nila, aber das, was du da hast, ist wirklich ein... Ein richtiger Knoten. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann gehe ich jetzt. Warte, warte. Keine Sorge, das kriegen wir sicher mit einer natürlichen Avocado-Haarkur in den Griff. Bist du dir da ganz sicher? Aber klar. Das wird nicht nur dein Haarknoten, du wirst auch glänzen wie ein Popstarhündchen. Sie sagt, es wird nicht nur dein Haar entknoten, du wirst auch glänzen wie ein Popstarhündchen. Bereit? Jetzt musst du eine halbe Stunde warten. Nein, später nein, wirst du nein. mir danken. Ich halte das nicht mehr aus. Das bringt doch gar nichts. Nehmt das von meinem Kopf. Das ist ein kleines bisschen eklig. Ich klebe fest. Ich klebe fest. Ich... Wie gruselig. Glaubt ihr, ich sehe immer noch hübsch aus, wenn ich mir den Kopf rasiere? Es muss eine andere Lösung geben. Ich weiß. Ein kleiner Rüsten schafft so ziemlich alles. Langsam. Vorsichtig. Vorsichtig. Autsch. Autsch. Au. Der Trick ist, sich gut zu konzentrieren. Ich meine, du darfst dich nicht ablenken lassen oder die Geduld verlieren. Ich bin schon so gut wie fertig. Endlich! Der neue Föhn, auf den ich gewartet habe. Stärker als ein Düsenjet. Das ist zu viel. Fertig. Tatsächlich war mein roter Föhn hier. Vielleicht hätte ich gar keinen neuen kaufen müssen. Und nochmal entwirren. Sieh mal, Nila. Wir haben die Knoten nachgemacht. Uns fehlt die Avocado. Und die Zitrone. Schnell, mit so einem unfertigen Look dürfen sie uns nicht sehen. Mädels, ihr seid fantastische Fans. Aber macht meine Frisur nicht nach. Das war einfach eine falsche Haarkur. Wir dachten, das wäre dein neuer Special Look. Du siehst toll aus. Ihr steht einfach alles. Aber Nila hat recht. Oh, Luna, wir werden jetzt sicher einmal gründlich von unseren Frauchen durchgekämmt. So, das war's jetzt. Lebe wohl, du schöne Mähne. Nach so vielen Jahren ist der Moment gekommen. Bist du dir sicher, dass du den Conditioner nicht erst einwirken lassen willst? Nein, Juliet. Keine Sorge. Ich bin sicher, sie brauchen eine neue glatzköpfige Lehrerin in Lie City. Keine Widerrede. Warte, Nila. Lass uns zu Fabio gehen. Er hat neulich gesagt, dass er ein neues Entwirrungsshampoo hat. Gehen wir, Nila. Das wird deine Laune aufbessern. Was ist das? Was ist passiert, Nila? Wir müssen dieses Chaos entwirren. Und was machst du jetzt? Diese Kabel entwirren. Hilfst du mir dabei? Natürlich. Ich mach dir einen Yoga-Lehrer-Meditations-Look. Als erstes ein natürlicher Entwirrer, um die Knoten zu entfernen. Das ist das neueste Haarprodukt. Yoga Style. Fertig. Alle Knoten sind jetzt entfernt. Nila, du siehst wirklich wunderschön aus. Ich wollte mich entschuldigen, dass ich vorhin die Geduld verloren habe. Ich weiß, ihr wolltet mir nur helfen. Und weil diese Frisur perfekt für Hündchen-Yoga ist, bekommt ihr jetzt eine Unterrichtsstunde zur Entspannung. Was für eine tolle Idee! Yeah! Juhu! Ruff, ruff. I love VIP Pets! Was ist das Leben? Eine Illusion, ein Schatten, eine Vorstellung. Und die größte Tat ist klein. Alles Leben ist ein Traum und die Träume selbst. Und Träume sind Träume. Liebes, das machst du wirklich toll. Ich liebe Theater. Hey, sieh mal. Ein Casting für Katzen, männlich und weiblich. Das ist meine große Chance. Naja, eine Katze zu spielen ist nicht einfach. Du weißt schon, was du tun musst. Ja, ich werde alles geben. Miau. Und was machen weibliche Katzen?
Sie schleichen sich an und bewegen sich sehr elegant. Sie sind geduldig und besonders... Oh, meine Hundegefühle sind mit mir durchgegangen. Ich muss lernen, meine Gefühle unter Kontrolle zu halten, wenn ich die Hauptrolle bekommen will. Ich muss mich noch besser konzentrieren. Oh, ich glaube, ich muss noch mehr proben. Wie spät ist es? Was riecht denn hier so? Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sei VIP-Pets. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets. Wie riecht das? Das war hervorragend. Hat aber komisch gerochen, nicht wahr? Vielleicht haben Sie das Rezept geändert? Nein, es riecht schon den ganzen Tag komisch. Ihr merkt das nicht. Aber wir Katzen haben einen sehr feinen Geruchssinn. Ja, ja, natürlich. Mit diesem Geruch kann ich mich nicht auf meine Rolle konzentrieren. Hi, Onkel. Ihr riecht komisch. Die Rohre sind verstopft. Es ist unmöglich, sie wieder freizukriegen, egal wie viele Male ich den Krümpel ansetze. Aber Onkel, man wirft keine Haare in den Abfluss. Keine Sorge, Fabia. Ich repariere das im Handumdrehen. Es stinkt furchtbar. Wir müssen unbedingt herausfinden, wo dieser schreckliche Geruch herkommt. Aber wie? Überlass das mir. Ich werde den Fall mit meinen katzenartigen Fähigkeiten lösen. Hier liegt ein Hamburger. Diese Menschen sind so schlampig. Haben Sie denn die Mülleimer nicht gesehen? Vielleicht kommt der Geruch ja von dem Hamburger. Nein, der ist nicht schlecht, sondern richtig gut. Was denn? Ich hatte Hunger. Hey, die Spange, die du da trägst. Hier ist eine weitere Spur. Komm schon. Dieses viele Laufen hat mich ganz müde gemacht. Es kommt von hier. Nein, Mädels, mir ist nur etwas rausgerutscht. Ja, du bist das. Was? Es ist Vogelkaka. Ist das das, was ich fühle und rieche? Ich meine, miau, miau. Ich kann nicht mehr. Ich versuche das schon den ganzen Tag. Aber zusammen sind wir stärker. Was ist das, Onkel? Das müssen die Haare sein, die ich immer runterspüle. Was? Du wirfst die Haare jeden Tag hier rein? Aber Onkel, man wirft keine Haare in die Toilette. Und außerdem verschwendest du so einen Haufen Wasser. Sieh, was du getan hast. Aber es geht doch jetzt wieder. Oh, tragisches Schicksal. Miau. Es hat versucht, miau, mich auszutricksen. Chiara, du hast jetzt lange genug die traurige Katze gespielt. Hol Tiefluft, atme ein und aus. Ich habe eine Idee. Meine Katzenkarriere ist vorüber. Ich wurde meinem Schicksal überlassen. Ohne. Es riecht nicht mehr schlecht. Ich muss zu einem Casting gehen und so kann ich da nicht hin. Oh. Und was, wenn wir zu Fabio gehen? Ja. Puh, hier riecht es auch schlecht. Hi, Chiara. Unsere Rohre sind verstopft. Chiara, was ist mit deinem Haar passiert? Ich hatte es gerade frisiert. Ach, Fabio. Ich habe ein Casting für die Rolle der Katze in einem großen Film, aber ein Vogel hat mir auf den Kopf gemacht. Und dann haben die VIP-Pets versucht, mir zu helfen und jetzt bin ich ganz nass. Ah, ich hab's. Eine ganz besondere Frisur, mit der du beim Casting sicher herausstechen wirst. Du spielst die Katze wirklich gut. Und einen Haarreif mit Katzenohren. Ha!
Zigarre. Und ein paar Sprühstöße Katzenpapa. Damit du dich in die Rolle einfühlen kannst. Super Miau! Auf zum Casting! Sie sind so cool! Nicht schon wieder! In den Mülleimer damit, Onkel! Ich hoffe, sie wählen mich aus, denn dank euch bin ich wirklich gut vorbereitet. Du schaffst das, Kiara. Du bist die Beste. Ja, keine Sorge. Nächster Hund im Casting für die Hauptkatze, Kiara. Du musst einen Vogel fangen. Entschuldige, mein Freund. Habe ich dir wehgetan? Sehr gut, Kiara. Du hast die Rolle. Ah, yeah. Ja, du hast es geschafft. Das hast du toll gemacht. Danke, Freunde.